Wir sind hier auf dem Betrieb von Benny Gasser. Ich bin Marianne Stamm, freie Mitschaffende von der Bauernzeitung. Benjamin bewirtschaftet den Miltenhof. Das ist ein Biobetrieb mit 85 Hektaren mit Milch- und Ackerbauwirtschaft. Bist du optimistisch in Bezug auf die Zukunft der Schweizer Landwirtschaft? Ich bin insofern optimistisch, dass immer eine Landwirtschaft wird brauchen, jemand, der die Flächen bewirtschaftet und gegessen wird auch immer. Was denkst du, wird die Zukunft bringen? Ich denke, die Anforderungen von der Gesellschaft verändern sich für uns. Also wir werden mehr müssen auf unsere Umwelteinflüsse Rücksicht nehmen, oder wo wir produzieren. Und vielleicht verändert sich auch durch das Klima Möglichkeiten für andere Pflanzen, für andere Tiere. Das ist noch offen. Was da den Betrieb drin denn in eine andere Zukunft? Ja, muss sich halt bewegen. Das verändert sich ja immer. Also da muss man dann schauen, ob man mag. Ja. Was machst du heute schon, um deinen Betrieb auf Zukunft zu positionieren? Ich probiere eigentlich die Sachen zu produzieren, wo ich das Gefühl habe, dass es einen Markt hat. Und ich probiere auch dranbleiben mit den Investitionen, mit den Technologien, damit ich dort einigermaßen an Schuhe bin. Was sind für dich Knacknüsse von der heutigen Landwirtschaft, also von der heutigen? Ich glaube, die Gesellschaft, die eigentlich wichtig ist für uns als Landwirtschaft, weil sie ja uns eigentlich dort unterstützen und auch unseren Rahmen gibt, ist aber auch gleich weiter weggekommen von uns und da gibt gewisse Verständnisprobleme oder auch Unverständnis, wenn man etwas so macht oder anders macht, von beiden Seiten, denke ich. Wie gehst du denn, hast du gerade ein Beispiel, wie du umgehst mit so mit der gesellschaftlichen Wandel, mit dem Verständnis? Ich probiere mich einbringen in Debatten. Also wenn ich Leute habe oder wenn ich Leute kenne, dann ich da mich mitteile. Ich probiere mich auch auszupositionieren, auch bei Verbänden oder bei Vernehmlassungen oder bei all den Sachen, wo man Einfluss nehmen kann und meine Meinung kommt. Gibt es denn auch einen Punkt, wo du würdest sagen, so mache ich nicht mehr mit? Ja, also wenn es gegen die persönlichen Überzeugungen geht oder gegen Wert, den man vertritt, wenn da plötzlich irgendwie an meinem Weg kommt, dann muss man vielleicht dann schon andere Wege suchen. Ja. Gäbe es denn für dich noch eine Alternative zu der herkömmlichen Landwirtschaft oder überhaupt zu der Landwirtschaft? Für mich persönlich als Beruf? Ja. Ja, also ich bin ja relativ jung und ich habe gleich schon ein paar Kinder. Vielleicht ich bin mit 45, 50 wäre ich wieder völlig frei. Ich weiß nicht, was ich dann noch mache. Aber etwas anderes kann ich mir gut vorstellen. Ja. Was sagst du zu deinem Sohn, wenn er den Betrieb übernehmen will? Ja, wenn er es will, soll er es machen. Hättest du ihm noch ein Wort auf den Weg? Ein Wort auf den Weg? Das ist schwierig. Mach das, was dich freut, eigentlich, auch wenn die Bauern, das, was du gut kannst, das macht dir Freude.